Moin und herzlich willkommen zu Workers and Resources Soviet Republic. Was habe ich vor? Ich möchte hier ein neues Spiel starten. Und ich möchte es auch tatsächlich relativ kompliziert machen. Einfach weil es dann deutlich realistischer ist, aber vielleicht auch nicht zu hart. Was ich damit meine. Ich gehe mal rein. Ich möchte zum einen die Karte Sibirien nehmen. Sibirien deswegen, weil ich sie einfach schick finde. Also es ist eine gelungene Map mit ja, viel Wasser, viel Wald, viel Gebirge. Macht das natürlich insgesamt schon mal ein bisschen anspruchsvoller. Sag mal, die Landflächen, wo man bauen kann, die sind natürlich dann etwas geringer oder fallen etwas weniger aus. Man muss vielleicht ein bisschen mehr terraformen als auf der einen oder anderen Map, wie zum Beispiel der Asien-Map oder auch vor allem der osteuropäischen Map. Außerdem haben wir auf dieser Karte natürlich auch ein bisschen mehr Winter. Mehr Winter bedeutet weniger Zeit für Farmen. Sprich Nahrungsmittelproduktion bzw. Kleidungsproduktion gestaltet sich ein bisschen schwierig, wenn man quasi auf die eigene Felderproduktion sozusagen geht. Vielleicht probieren wir es trotzdem aus, ein paar Felder zu machen. Zum Start aber definitiv nicht. Außerdem bedeutet Kälte natürlich, wir müssen unsere Gebäude, unsere Stadt oder Städte, je nachdem, wie wir es bauen werden, auch heizen, damit die Bewohner nicht krank werden. Und natürlich deutlich mehr heizen, als es in, ja, auf anderen Karten der Fall wäre. Wir wählen die Karte aus. So, wir möchten das quasi realistisch machen, realistisch. Aber nur insoweit, dass wir das Geld ein bisschen erhöhen. Ich weiß gar nicht mehr, auf Modus schwer, was ja eigentlich realistisch ist. Also, was zu dem realistischen Modus gehört. Die sind, glaube ich, nur 1,5 Millionen Rubel oder so. Die sind halt relativ schnell aufgebraucht. Und da möchte ich mir das schon mal einen Tick leichter machen, indem ich das da nur auf Mittel stelle und dann quasi, ich glaube, mit 4,5 Millionen Rubel starte. Genau, den Baumodus, das ist mir wichtig, den lassen wir auf jeden Fall auf realistisch. Das bremst natürlich das gesamte Spiel ein bisschen aus, weil wir nicht einfach irgendwo Geld ausgeben und dann baut sich da irgendwas von alleine, sondern wir müssen quasi die ganzen Rohstoffe zu den Baustellen fahren. Das schließt auch Straßen mit ein, wenn es nicht gerade irgendwelche Schlammstraßen sind. Muss beispielsweise Kies, Beton oder was auch immer auch dahin gefahren werden und ja, verteilt, planiert und so weiter. Reaktion der Bürger, ja, würde ich normalerweise auf schwer lassen. Lasse ich jetzt tatsächlich auch einfach mal so. Wir möchten das Energiemanagement für Gebäude und Fahrzeuge. Der Fahrzeug bedeutet eben, dass sie Sprit brauchen, also Diesel brauchen, in dem Fall hier. Und natürlich auch Strom bei elektrischen Fahrzeugen. Wasserwirtschaft aktivieren wir, sprich wir müssen die Gebäude mit Wasser versorgen und das Abwasser wieder abtransportieren. Müllmanagement nehmen wir auch mit rein. Und dazu zählt auch der Abriss. Das heißt, wenn wir Gebäude wieder abreißen, ist es nicht einfach weg, sondern es muss auch wieder zurückgebaut werden und der entstandene Müllschutt oder die auch wieder frei werdenden Rohstoffe müssen wieder abtransportiert werden. Wartung. Wartung ist nervig. Also habe ich bisher so empfunden. Ich lasse es trotzdem einmal drin. Es macht natürlich Sinn, dass Fahrzeuge und teilweise auch Gebäude, Maschinen mit der Zeit verschleißen und auch mal repariert werden müssen. Im Grunde kostet es einfach Zeit und Geld, die Wartung.
Man muss aber auch bedenken, dass man entsprechende Einsatzkräfte dafür bereitstellt. So, den Sommer-Winter-Zyklus lassen wir. Ansonsten, wir könnten es natürlich rausnehmen, dann wäre Sibirien, glaube ich, eine relativ simple Karte. Aber wir lassen den Winter mit drin, das heißt, wir haben sehr viel Winter in Sibirien. Wir müssen, wie gesagt, für die Heizung sorgen, haben Probleme auf Feldern und wir müssen Schnee schieben, um die Straßen frei zu bekommen, damit die Fahrzeuge auch wieder schneller unterwegs sind. Die Feuer in Gebäuden, die lassen wir einfach mal normal. Ich weiß nicht, was das soll, die auf häufig zu setzen. Ob das jetzt realistisch ist, keine Ahnung. Das ist im Grunde für mich einfach nur etwas deutlich zu erschweren. Das gleiche mit den globalen Ereignissen. Die machen wir nicht aus. Das sind so Sachen wie Epidemien oder dass sich die Preise auf dem Weltmarkt ändern. Das ist natürlich blöd, wenn man auf eine gewisse Ressource setzt, die verkaufen möchte, um wieder Geld reinzubekommen und der Weltmarktpreis sinkt. Hat man halt Pech gehabt, weiß man vorher nicht. Das kann aber auch genauso in die andere Richtung gehen. Und das sorgt auf jeden Fall dafür, dass man vielleicht auch nicht nur eingleisig fährt, sondern auch guckt, dass man verschiedene Einnahmequellen hat. Ist am Anfang natürlich schwierig, wenn man mit 4,5 Millionen statt 1,5 Millionen, das glaube ich 1,5, bin mir nicht sicher, lässt sich das natürlich leichter bewerkstelligen. Umweltverschmutzung lassen wir auch drin. Das wird ein Problem werden. Zumal wir am Anfang die Umweltverschmutzung nicht erkennen können. Wir können sie erahnen. Das heißt, ne, wenn wir zum Beispiel Abwasser ins Meer schütten oder in die Flüsse oder was auch immer, ist klar, dass das Wasser verschmutzt wird. Und verschmutztes Wasser bedeutet mögliche Krankheiten für Bewohner. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Luft, wenn wir beispielsweise Kohle verfeuern oder was auch immer und Abgase produzieren. Bildung nehmen wir mit rein, den komplexen Weg. Das heißt unter anderem, dass wir auch unsere Ingenieure, die wir brauchen, also nicht nur, dass wir unsere Kinder zur Schule schicken, also in den Kindergarten schicken, zur Schule schicken, ausbilden lassen und zur Arbeit dann ausbilden lassen. Nein, wir müssen auch nochmal einen Teil der Arbeiter, auch in Ingenieure umwandeln und entsprechend auch anlernen. Das macht man dann halt zusätzlich noch in den Universitäten. Kriminalität und Justiz nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Hat vor allem dann eine Riesenauswirkung, wenn man nicht, das steht hier jetzt zum Beispiel nicht mit bei, aber das könnte zur Kriminalität gehören. Mal gucken, ob man hier irgendwo ein Pop-up hat. Nein. Und zwar ich wollte gerade sagen die Moral, aber das ist die Loyalität, der Bewohner. Wenn die quasi zu sehr sinkt, dann haben wir ein Problem mit der Kriminalität. Und Kriminalität bedeutet wieder, dass uns Arbeitskräfte fehlen, dass wir die Leute gegebenenfalls in Gefängnisse stecken müssen, dass wir die in den Gefängnissen auch nochmal versorgen müssen. Wir können die dann zwar zur Arbeit schicken, aus den Gefängnissen heraus, müssen dafür aber sozusagen Gefangenentransporte dann mit Bussen organisieren. Das ist alles dann wieder ein bisschen komplizierter. Außerdem bedeutet Kriminalität im schlimmsten Fall eben auch Mord und Totschlag. Das heißt, die Bewohner können sich auch irgendwann gegenseitig umbringen. Uns zum Glück nicht, wir laufen da nicht irgendwo rum. Aber eben gegenseitig und es kann einen sehr, sehr, sehr großen Einfluss auf die gesamte Wirtschaft haben, auf das gesamte Leben in der Stadt oder in den Städten. Verkehrssimulationen nehmen wir auch komplex, das heißt, wir nehmen alles mit rein, inklusive sämtlicher Straßenschilder, die man setzen kann, die Ampelschaltung, die man selber entscheiden kann, Vorfahrtsregeln, die man da erstellen kann und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob da eventuell auch die Verkehrszeichen bzw. die Signale für Züge mit gemeint sind. Aber die würden wir so oder so setzen. Forschung aktivieren wir. Das heißt, wir haben nicht alles zur Verfügung, sondern müssen vieles nach und nach noch erst erforschen. Ist zum Beispiel auch, die Universität ist nicht nur dafür da, dass wir eben Ingenieure ausbilden, sondern eben auch, dass wir Forschung betreiben. Und dies unter anderem auch wichtig für einen Punkt, hier zum Beispiel die Umweltverschmutzung. Wir wissen noch nichts von Umweltverschmutzung.
Das heißt, das muss zum Beispiel auch noch mit erforscht werden. Und erst wenn wir das erforscht haben, können wir Messstationen aufbauen und können gucken, dass wir dem Ganzen entgegenwirken. Ne? Oder dass wir eben auf erneuerbare Energien setzen, statt Öl zu verbrauchen. Atomkraftwerke wären auch möglich. Genau, den Tag-Nacht-Zyklus, das haben wir auch drinnen. Es ist, kann man ausmachen. Es hat keine große Bewandtnis eigentlich auf das Spiel, wobei ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es mit den Arbeitszeiten der Bewohner zusammenhängt. Wir haben halt viele Bereiche, die dreimal so viele Leute benötigen, wie quasi angegeben sind. Und zwar, wenn wir jetzt beispielsweise die Feuerwehr nehmen, wenn wir die Polizei nehmen, die Krankenhäuser nehmen, die Elektrizitätswerke nehmen, da sind zwar immer 8-Stunden-Schichten für Personen. Wir brauchen diesen ganzen Service aber 24 Stunden. Und das bedeutet, wir brauchen mehr Arbeiter, als das angegeben ist, weil wir brauchen pro Schicht diese Anzahl an Mitarbeitern. Und da bin ich mir jetzt nicht sicher, wenn der Tag dann eben wechselt, beziehungsweise Tag-Nacht, ob es dann da irgendwie einen Unterschied macht. Keine Ahnung. Die meisten anderen Betriebe brauchen eben nur 8. Ich meine 8 Leute. Quatsch, 8 Stunden Arbeitszeit. Bin mir zwar nicht sicher. Genau, die Fahrzeugverfügbarkeit. Wir machen die Abproduktionsstart. Danach sind sie aber unbegrenzt verfügbar. Das heißt, wir können auch die günstigen, mutmaßlich auch schlechteren Fahrzeuge bis zum Ende noch, bis zum Jahre 20, was auch immer, quasi weiter nutzen. Wir möchten aber relativ früh starten. Und zwar 1960. So viel dazu. Ich glaube, da wir jetzt schon direkt eine Karte ausgewählt haben, lädt das Spiel auch direkt und wir können losstarten. Waisenhäuser gibt es auch noch, wie man gerade sieht. So, wir pausieren. Das ist die Karte Sibirien. Und wie man erkennen kann, es ist sehr hügelig, also wir werden viel terraformen müssen. So, wir machen uns mal die Karte auf. Ich habe überlegt, wie starte ich am besten. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wir haben schon verschiedene Industrien zur Verfügung. Wir müssen auf jeden Fall auf Geld kommen. Wir haben sogar 4,7 Millionen, sehe ich gerade. Also, und ich habe einige Mods installiert. Teilweise sind es einfach nur neue Fahrzeuge, also andere Fahrzeuge, um da ein bisschen Diversität mit reinzubekommen, auch bei den Gebäuden, um da Diversität mit reinzubekommen. Aber es sind teilweise auch Sachen, die scheinbar auch nicht nur meiner Meinung nach im Spiel noch fehlen. Also verschiedenste Gebäude, die auch einem manchmal das Leben erleichtern. Komme ich aber später zu, wenn ich sie dann einsetze. Falls ich sie einsetze. Genau, wie starten? Also wir brauchen auf jeden Fall an einer der Grenzen. Wir haben hier zwei sowjetische Grenzen. Und dort brauchen wir Zollhäuser. Wie zum Beispiel dieses hier. Von hier können wir eben die Rohstoffe ranschaffen, um unsere Gebäude zu bauen, um unsere Straßen zu bauen. Wir können auch beispielsweise hier den Strom ranschaffen, den wir erstmal benötigen, solange wir bis hier eigenen produzieren. Wir haben hier, achso, das ist tatsächlich nur Strom. Ja. Gar nicht mal so viel Auswahl. Hier ist eine kleine Grenze mit einer Schiene. Aber Strom. Und hier haben wir nochmal eine große Grenze, beziehungsweise ein großes Zollhaus. Also hier könnte man auch gut starten. Genau, dann gibt es hier noch sozusagen die NATO-Grenze. Da könnte man rein theoretisch auch starten, aber das macht es nochmal schwerer in meinen Augen. Also dafür gibt es hier die zweite Währung, Dollar. Man würde hier eben in Dollar
einkaufen und wenn man hier exportiert, eben auch Dollar wieder bekommen. Aber die Dollar sind halt sehr, 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 sehr schnell aufgebraucht. Aber es gäbe natürlich auch andere Fahrzeuge beispielsweise, die auch teilweise deutlich besser sind als die aus dem Osten. Genau. Aber wie wollen wir starten? Ich habe es natürlich auch schon ein paar Mal probiert. Ein paar Mal angefangen, dieses Spiel. Und ja. Ich bin mir selber tatsächlich sehr, sehr unschlüssig, was man am besten als erstes macht. Wenn euch was einfällt, gerne auch nochmal in die Kommentare schreiben. Es ist durchaus möglich, dass man in diesem Spiel versagt, wenn man einmal nicht aufpasst. Man muss hier relativ langfristig denken. Und wenn man da eben Fehler macht, dann kann es sehr, sehr schnell sein, dass die ganze Republik kippt und man quasi einfach nicht mehr weiterkommt. Ich überlege gerade, die Musik könnte schon wieder zu laut sein. So. Ja. Was ich auf jeden Fall gelesen habe, ist, dass die meisten mit der Ölproduktion beginnen. Wir können natürlich mal gucken, bevor wir überhaupt uns entscheiden, wo wir uns hinsetzen. Mit Öl kann man von vornherein anfangen. Wir haben zwar noch keine Raffinerie zur Verfügung, die müssen wir quasi noch erst erforschen. Aber wir könnten mit dem Öl quasi anfangen. Aber siehe da, hier direkt am Zollhaus kein Öl zu finden. Ja, ansonsten würde sich jetzt eben dieser rote Bereich, den man hier sehen kann, einfärben. In Orange, Gelb, Grün. Und hier ist auch nichts. Wo war die andere? Hier lang, ne? Hier ist auch nichts. Und hier ist auch nichts. So, aber in der Regel, zumindest bei den vorgefertigten Maps, ist es so, dass man Öl irgendwo in der Nähe von Gewässern findet. Wenn ich mal kurz dann hier wieder ranzoomen kann. Beziehungsweise hätte ich, glaube ich, auch mit der Steuerung das Taste oder so machen können. Ne, Steuerung war es nicht, mit der Shift. Genau. Also in der Regel gibt es in der Nähe von Gewässern. Ja, hier sieht man schon. Da gibt es eine Ölquelle. Oh, da gibt es sogar ein bisschen mehr Öl hier. Ist gar nicht mal so übel. Ja, man könnte schon definitiv eine große Ölindustrie hier aufbauen. Und theoretisch, ja, man müsste aber sehr, sehr, sehr weit die Rohstoffe dahin bringen. Weil, wie gesagt, hier gibt es keine Grenze in der Nähe, also das ist schon ein weiter Weg. So, wie sieht es hier aus? Ja, auch hier gibt es und auch keine Grenze wirklich in der Nähe. Ja, es gibt aber auch hier drüben am Rand. Ist nicht besonders viel, aber man könnte rein theoretisch. Nee, da kann man auch direkt die andere Seite nehmen. Wir können natürlich spaßeshalber nochmal an den Grenzen von der NATO gucken. Zum Beispiel hier ist aber nichts. Und hier drüben ist auch nichts. Wir können natürlich sonst mit der Brücke mal rüberfahren. Dann hatten wir noch ein Zollhaus hier. Hier ist aber auch nichts. Ist hier noch ein Zollhaus? Da ist auch nichts. Und das war's mit Zollhäusern. Genau. Heißt trotzdem für Öl, wenn wir auf Öl gehen wollen würden, wäre, wo war das jetzt? Ich bin hier völlig falsch.
wäre hier quasi die beste Gegend und das würde man dann quasi von hier ran schaffen. Wie gesagt, weiter Weg. Ja. Wäre eine Möglichkeit. Man könnte natürlich auch mit der Kohle beginnen. Das machen auch ein paar. Die lässt sich zum Beispiel auch gleich verarbeiten. Also Kohleerz und dann verarbeiten in der Kohlemine. Nee, nicht Kohlemine. Die Kohlemine schöpft ja hier Verarbeitungsanlage für Kohle. Und das lässt sich natürlich ähnlich wie Öl auch verfeuern. Dass wir zum einen Strom oder eben auch Heizung damit betreiben könnten. Bin ich auch hier gerade mal am gucken. In der Nähe der... eigentlich sieht man sie ja hier. Es ist nicht so viel. Also die Zollhäuser meine ich. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Das irritiert immer so ein bisschen, weil er zwischendurch mal anzeigt eben, also das Gebäude ist ja ein bisschen größer, dass man da eben eine Farbe vom Gebäude bekommt. Es geht ja nicht um das Gebäude, dass man es da bauen kann, sondern es geht ja darum, ob da auch die Kohlequelle ist. Haben wir aber nicht. Also auch nichts in der Nähe. Hier wäre Kohle. Wäre auch wieder von hier aus zu erreichen. Aber auch sehr, sehr weit weg. Kohle ist hier drüben. So, was gibt es noch? Wir könnten natürlich auch gleich, das habe ich auch gelesen, einige fangen an mit der Kleidung. Bin ich hier gerade mal am Überlegen. Tatsächlich brauchen Farmen scheinbar keine Arbeitskräfte. Oder wie ist das? Ja. Also Nahrungsmittel bräuchten Arbeitskräfte. Bauernhöfe nicht. Da bräuchte man dann allerdings auf jeden Fall Fahrzeuge. Traktoren zum Beispiel oder Drescher. Problem ist nur, wie gesagt, hier die mit den Feldern. Die auch, also wenn sie was bringen sollen, zum einen sehr, sehr viel Platz brauchen. Und zum anderen wirklich nur ein paar Monate verfügbar sind. Bevor es hier eben wieder kräftig schneit. Wir könnten aber, auch das habe ich gelesen, da fangen auch einige an, in der Stofffabrik. Würde natürlich helfen, wenn man schon Felder hat und quasi die Pflanzen, also Pflanzenfasern ja in dem Falle, dort anliefern würde. Dann könnte man sie direkt verarbeiten. Man kann natürlich aber auch die Pflanzen einkaufen. Man müsste den Rest eh einkaufen. Und Pflanzen kosten, glaube ich, echt nicht die Welt. Ja. 16 Rubel pro Tonne. Wenn man hier guckt, das Öl zum Beispiel, ne, was uns im Grunde gar nichts kostet, das nehmen wir, holen wir einfach nur aus der Erde und fahren es raus, bringt uns, ich glaube, das ist eine andere Ansicht. Hier. Aber. Nein, hier kann ich nicht da. Mal gucken.
uns eben 41 im Schnitt. Da kann man es ganz gut sehen. Aber natürlich die Kleidung, wenn man sie dann fertig bekommt, auch wenn man ein bisschen was dafür einkaufen muss, bringt natürlich auch deutlich mehr. Ne? Also ich keine Ahnung, wie man da auf solche Preise kommt, aber 1250 Rubel pro Tonne Kleidung. Ja, das ist ganz ordentlich, würde ich sagen. So, wir brauchen aber dafür Wasser, das wollen wir uns einfach so. Wir brauchen aber auch Chemikalien. Da sieht man schon 900. Naja, pro Tonne. Moment. 1/2 Tonne. Eine halbe Tonne für 5 Tonnen Stoff. 5 Tonnen Stoff sind 2,4 Tonnen Kleidung. Also geben wir 900 aus für 2,5 mal. Was waren das? 1,5 tausend? Oder 1,25 tausend? Weiß ich gar nicht. Na ja, gut, das rechnet sich schon. Aber man braucht auch relativ viele Arbeiter schon von vornherein. Ne? Also es sind 80 Arbeiter. Hier brauchen wir 100 Arbeiter, damit es wirklich wirtschaftlich ist. Ne? Wir produzieren hier 5 Tonnen Stoff pro Tag. Hier brauchen wir 2,4 Tonnen. Das heißt, man sollte schon 2 Bekleidungsfabriken dagegen halten. Also auch nochmal 160 Mitarbeiter. So, dann hätten wir schon die ersten 260 Mitarbeiter nur in der Produktion. Damit könnte man allerdings direkt hier vorne anfangen. Und beispielsweise die Wege kurz halten. Dann könnte man anfangen, wenn wir damit starten, sich so langsam hier durchzubauen. Vielleicht erstmal nur die Infrastruktur hier rüber bis zum Öl. Und vielleicht sogar direkt ein Schienennetz dorthin. Und dort dann Lager bauen für die Baumaterialien, die dann die Bahn dahin schafft. Das könnte man natürlich tun. Und dann dort unten mit einem neuen Baubüro sozusagen starten, was dann die Ölstadt baut. Man könnte natürlich auch anfangen, die ganzen Baumaterialien selber herzustellen. Müssen wir mal gucken. Wir planen jetzt hier erstmal. Ja, wir starten mit Kleidung. Damit habe ich noch nie gestartet. Das ist für mich dann jetzt auch was Neues. So, ich möchte auf jeden Fall hier oben etwas reinmachen. Und zwar das Tool suche ich immer wieder. Das ist dieses Vermessungstool. Das setze ich mir mal hier auf die. Die 1. Das ist zum Beispiel wichtig. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie weit die Züge hier reinfahren, aber wir werden immer so. Na, ich denke. So 150, 160 Meter lange Züge haben. Also vielleicht noch nicht am Anfang, aber später auf jeden Fall. Das heißt, ich würde schon Züge planen bis dort. Muss ich gerade mal überlegen. Das ist Raster. Das ist Untergrund. Das ist am Raster snappen. Genau. So, das heißt, ich würde schon bis dahin. Was für ein Quatsch.
gar nicht angeschlossen? Das ist gar nicht angeschlossen, ne? Eieieiei, das geht ja gut los. Also ich plane von vornherein elektronische Züge. Was ist denn das für ein Quatsch? Habe ich das ausgemacht? Ja. Okay. So. Und auch da würde ich erstmal Signale setzen und hoffen, mich zu erinnern, dass die Signale bedeuten, dass das einfach nur eine Verlängerung des Bahnhofs sozusagen ist. So, jetzt der eigentliche Start. Straßen. Ich würde ja eigentlich gerne auf der Seite die Stadt bauen am Wasser. Irgendwo muss aber auch das Abwasser hin. Baue ich die Stadt vielleicht hier hinten. Das heißt, ich habe ein bisschen Platz. Für die Bauindustrie. Jetzt überlege ich gerade mal. Ja, ne, komm, erstmal nur die. Und dann gehen wir. Hier sind sie breiter. Hier einmal ab. Und planen dort die Bauindustrie, die erste. So, und zwar gibt es kostenlose Bauämter. Die gibt es auch schon vom Spiel aus, das ist jetzt keine Mod oder so. Ziehen wir mal gleich mal welche. So, reicht das? Ich weiß es nicht. Wir nehmen das siebte auch nochmal. Es kann bis zu sieben geben. Okay, das ist natürlich wieder gleich nicht möglich hier hinten. Das heißt, da kommen unsere Baubüros hin. Dann verlängern wir das hier nochmal kurz. Das wird später alles mal umgebaut. Dann werden wir dort ein Depot, aber als allererstes möchte ich eigentlich eine Tankstelle. War da. Ja, man sieht, ich habe es schon länger nicht mehr gespielt. Ja, die machen wir einfach mal dahin. Und daneben dann noch ein Depot. Passt da leider nicht rein. Habe ich schlecht geplant. Okay, machen wir das dahin. So, und wir werden noch technische Dienste brauchen. Da ziehe ich auch schon mal hier. So. Das brauchen wir gleich gar nicht alles bestätigen. Okay.
So, das ist quasi der Start eigentlich einer jeder meiner Städte. Und dann beginnen wir mal. Wir möchten... Es fehlt noch was. Das Wichtigste vergessen. Wo sind sie? Sind die nicht auch hier? Nee. Wo sind die denn? Werkstatt will ich noch nicht. Bin ich jetzt blöd? Ein Verteilbüro hätte ich gern noch. Ja, das passt natürlich nicht mehr da hinten rein, da kommt das Wasser. Gut, das ist dann dort das Ende. So, hier brauchen wir ein Fahrzeug. Genau, da kann man wieder kaufen, entweder eben aus den NATO-Staaten. Dafür braucht man aber, ich kann es nicht anklicken. Eben eine Verbindung zu einer NATO-Grenze. Die haben wir nicht. Das heißt, wir müssen eins von denen hier kaufen. Und wir verkaufen... wir kaufen einen Öltanker und dann nehmen wir einfach den hier. Weil wir möchten, dass... mal gucken. Hier ist im Ruhm. Und wir möchten, dass die Tankstelle quasi beladen wird. Also die Tankstelle soll immer aufgefüllt werden, dass da mindestens 30% Lagerkapazität gefüllt sind. Das macht dieser eine Tanker. Ich würde sagen, damit starten wir jetzt mal. Schicken den schon mal los. So, und alle anderen Fahrzeuge, die gleich kommen, die fahren nämlich als allererstes dahin zum Tanken. So, am Anfang... würde ich tatsächlich noch gucken, dass die Bauämter bis zu 3,5 Kilometer weit gucken, ob sie was zu bauen haben. So, was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall Busse. Für den Start nehme ich 60, 41. Und tatsächlich, ich würde sagen, der müsste jetzt eigentlich losfahren. Dann nehme ich mal zwei von denen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich alles brauche. Wir nehmen Kipper. ...60 km/h, 35 km/h, 70 km/h. Man kann 10 Tonnen mitnehmen, 4 Tonnen, 25 Tonnen, nimmt natürlich viel mit, aber ist recht langsam. Ist am Anfang egal, weil wir auch lang diese Straßen haben, wo man nur langsam fahren kann, aber... ja. Komm, nimm zwei von denen. Wahrscheinlich brauchen wir eher 4.
dann brauchen wir Bagger. Wir werden auch jetzt gerade ja Panierraupen. Die werden wir auch brauchen. Was wir auch auf jeden Fall brauchen, sind offene Ladeflächen. Nehmen wir direkt hier. Mit der Optik lassen wir erstmal. Wir brauchen abgedeckte Ladeflächen. Dann brauchen wir noch Straßenpläne. Ich weiß nicht, ob wir noch was brauchen. Tonmischer eigentlich ja noch nicht. Wohl doch. So, und dabei belassen wir das, glaube ich, erstmal. Was wir noch nicht gemacht haben, ist, wir müssen einmal kurz angeben. Bis die Gebäude sich die Materialien alle erstmal verkaufen. So. Das haben wir. Dann können wir eigentlich schon wieder in die Planung gehen. Also, wir haben vor, hier unten eine kleine Stadt zu bauen. Weil wir das hier benötigen. Problem ist, dieses Fall hier, die Stofffabrik, die produziert Umweltverschmutzung. Die Umweltverschmutzung, die zieht normalerweise quasi in die Ecke hoch zwischen den beiden NATO-Grenzen. Das heißt, In etwa so wie die Kamera jetzt gerichtet ist. In diese Richtung zieht die Umweltverschmutzung. Das heißt, wenn wir die hier hinbauen und die Stadt dahinter bauen, blasen wir die Umweltverschmutzung quasi über die Stadt. Das macht wenig Sinn. Das heißt, entweder muss das Ganze hinter die Stadt oder an eine andere Stelle. Ja, was machen wir? Wir fangen auf jeden Fall an und bauen andere Straßen. Und zwar werden wir Kiesstraßen bauen. Wir fangen hier an. Und bauen die einmal hier entlang. Und die auch. Die werden wir irgendwann. Nein. Nein. Das ist ja Quatsch. Die werden wir irgendwann ersetzen durch deswegen. Steigung. Geht ja gut los hier. Durch Asphaltstraßen. Und dafür bauen wir quasi diese dritte Behilfsstraße hier auch noch mit. Behilfsstraße. So.
Das wird mehr oder weniger eine Autobahn werden. Aber darum kümmern wir uns später. So, das heißt, wir werden erstmal so quer rüber gehen. Und werden quasi... Ich weiß noch gar nicht, was ich vorhabe, aber wir werden hier einfach die Stadt planen und werden die Kleidungsindustrie hier hinten planen. Damit dann, wie gesagt, die Luftumweltverschmutzung da hinten hinzieht. Das heißt, wir werden das Ding vielleicht so planen. So. Die Straße muss ja allerdings wieder dran vorbei, wenn das später mal eine Autobahn werden soll. Da wieder an. Ach Mensch. Das ist nochmal. Genau. Nehmen wir das Raster an. Und was wir noch machen könnten, wäre ein Lager bauen. Ich muss gestehen, ich bin schon noch ein bisschen planlos. Pflanzenlager. Kornspeicher also. So, wenn wir das da hinsetzen, dann haben wir eine direkte Verbindung da rein. Das Raster wieder aus. Jetzt noch ein bisschen genauer. So. Dann hätte ich aber eigentlich auch gerne noch ein Lager. Für die Kleidung. Oder besser gesagt. Doch. Ein Lager, wo denn. Da wird keine Kleidung eingelagert. So, da, ne? Ja. Okay, das ist natürlich alles viel, viel, viel zu groß. Tja. Mit Railway. Das heißt, wir können uns da direkt abholen, ne? Die Frage, wenn wir das da hinbauen, und eine Werksverbindung, kriegen wir das hin? Nee.
das habe ich befürchtet. Fast die Frage, ob wir das Lagerhaus nicht da drüben hinsetzen. Dann haben wir eine direkte Verbindung. Spiegeln wir das Ganze einmal ganz kurz. Da müsste ich mit der Schiene durch die Stadt durch, ne? Ist direkt die Verbindung weg. Gut, müssen wir das anders machen. Wir nehmen das Tool. Wir brauchen Fahrzeuge im Depot. Zweimal technische Dienste. Warum sagt mir das denn keiner? Das Ding brauche ich doch. So, und ich brauchte was? Planierraupe. Den gibt es natürlich auch noch, wenn ich aber nicht. Weil der schneller ist. Dann brauche ich die. So, dann machen wir mal eben weiter. Muss ich gegebenenfalls das hier nochmal wegäußern. Das habe ich jetzt bei dem eigentlich die Straße nach vorne gemacht. Straße doch hinten lang geht. Naja. Wir können ja in der Zeit, wo wir auf die Fahrzeuge warten, die auch alle noch mal zum Tanken fahren, können wir ja schon mal die nächsten Häuser planen. Und zwar brauche ich ja da oben Bewohner. Das haben wir jetzt gesagt, das waren 160. Ne? Aber wir rollen das Pferd mal von hinten auf. Wir fangen an, wir brauchen einen Lebensmittelmarkt, wenn wir Bewohner haben. Oder wir nehmen ein Einkaufszentrum. Da sind Lebensmittel und auch andere Produkte. Zum Beispiel das kleine Einkaufszentrum. Eigentlich müsste ich erstmal alles hier... alles einmal planieren, bevor ich irgendwas anderes mache. Das war noch ein bisschen schneller.
Ich bin jetzt gelandet. Und was zum Teufel habe ich mir da für eine Ansicht angemacht? Okay, jetzt ist es schon Nacht geworden. Ja, sie sind sich alle im Weg. Stau an der Tankstelle. Hab ich da irgendwas vergessen? Nee. Das sind die Sachen, die man noch benötigt, um Asphalt zu bauen. Was war das? Okay, dann pausieren wir einmal. Ach Mensch. Lass mal wieder an die Steuerung gewöhnen hier. Planieren. Das hier soll das Maß der Dinge werden. Das hat jetzt natürlich auch einen gewissen Vorteil, wenn man das im Realistik-Modus macht. Normalerweise würde man dafür jetzt eben Geld ausgeben, also Google ausgeben. Wir haben dafür jetzt stattdessen einfach die entsprechenden Fahrzeuge im Depot stehen oder auch in den Baubüros, das für uns übernehmen. Kann man das vergrößern? Ja. Ganz so lange. So, dann gucken wir mal, was wir da noch in die Stadt bauen. Das wird ja eher ein Dorf, muss man mal sagen, ne? Dann nehmen wir mit dem weg. Da das ja auch eine Let's Play-Reihe werden soll, wird es höchstwahrscheinlich so werden, dass wir immer in einer Folge etwas planen. Das erst in der nächsten Folge wirklich gebaut wird. Wenn wir dann eben auch schon wieder das nächste planen für eben fortfolgende Folgen zum Bauen. Das ist ja, das passt eigentlich ganz gut, das ist ja eine gewisse Planwirtschaft, die man hier hat. Und das sieht nachher bestimmt blöd aus. Mal gucken. So. Wir wollten ein Lager. Lager. Jetzt habe ich wieder vergessen, wo die Lager sind. Das hier auf jeden Fall. Jetzt geht das doch schon viel besser. Kurz spiegeln. Ein bisschen näher ran vielleicht. Obwohl, das geht dann wieder nicht wegen der Straße.
So. Aber das mit den Schienen, das habe ich jetzt noch nicht so ganz begriffen. Fahren die da rein oder was ist das? Gibt es da schon Schienen? Man weiß es nicht. Brauche ich da eigentlich auch gar nicht, ne? Das ist die Stofffabrik, genau, weil das geht ja direkt über in, oder soll direkt rübergehen in die Kleidungsfabrik. So, und die werden wir dann natürlich einmal hier ransetzen. Sie dann auch noch mal da drüben rangesetzt bekommen. Also ja, aber ohne den entsprechenden Anschluss. Das testen wir einmal. Ob wir das direkt daran kriegen. Wäre halt, man braucht nicht lange irgendwelche Transportmittel verwenden. Und die Sachen eben von Gebäude zu Gebäude bringen. Ja, jetzt geht's. Okay, und das hat doch gerade eben auch gepasst. Warum geht das jetzt nicht mehr? Also, ich sehe, warum es nicht geht, aber warum hat er mir erst angezeigt, dass es geht? Oder war das schon woanders angeschlossen? Ich glaube, das war schon woanders angeschlossen, ne? Man hat es bloß aufgrund der Bitte des Bodens nicht mehr gesehen. Ja, ja, genau. Es war da angeschlossen. Okay. So. Dann die Straßenverbindung. Oh Gott, nicht ernsthaft. Das ist doch wieder zu nah dran. Ich werde verrückt. Erst die Straße. Wir machen dann die Kleidung. Sozusagen die Straße. Die Straße. Das daran und das auch daran. So, was wir hier natürlich machen könnten, warte mal ein. Könnten wir gleich versuchen, hier einen Kreisverkehr zu integrieren. Nö. Das würde ja auch wiederum bedeuten, ja, das ist dann Asphalt.
natürlich auch bei uns in der Republik. Rechtsverkehr. Das heißt hier raus. Da rein. Ja, das ist zu krass. Funktioniert das da nicht? Was soll das? Das da einmal raus. Einmal. Diese will mich verarschen. Ist klar. Jetzt ist ganz klar, dass wir das so bauen wollen. Mal andersrum starten. Wir versuchen so rein. So raus, ja. So geht's. Ich will nicht da oben starten. Warum snappt er dadurch oder? Nee. Dadurch? Auch nicht. Ich hoffe, das fällt nachher nicht mehr so auf, dass es so bescheuert ist. Lass mich doch einfach noch so eine Kurve bauen. Naja. So, wieder rein. Raus. Rein, wieder raus. Dann haben wir einen komischen Kreisverkehr. So, aber wir haben im Grunde alles, was wir wollen. Wir noch machen könnten, ist, wir könnten hier noch mal abfahren und auch noch mal reinfahren. Nein, rein geht nicht. Oh Gott. Jetzt bräuchte ich den Rückgängig-Button, den es nicht gibt. Habe ich das falsche Tool genommen. Dann Einbahnstraße in die Richtung. Dieser Straßentyp kann nicht als Einbahnstraße. Gut, dann brauchen wir definitiv eine Planierraupe. Ne, nicht Planierraupe, eine Straßenwalze.
nicht vergessen, sonst wird es nämlich nie was da oben. Brauchen wir noch eine Straßenweite. Zwei. Brauchen wir noch was? Asphaltfertiger. Genau. So, und dann können wir eigentlich auch wieder noch zwei weitere Sachen kaufen. Und da haben wir noch einen frei für das, was uns nachher immer ausgehen wird. So, aber dann haben wir hier einen Kreisverkehr. Wir können natürlich die Stadt auf der anderen Seite auch noch weiterbauen. Wenn das hier nachher nicht aufgehen sollte. So, was mir jetzt tatsächlich so ein bisschen fehlt, ist ein Lager. Ein Lager für Klamotten. Gibt's nicht irgendwie ein ganz kleines? 45 Tonnen ist natürlich auch gar nicht viel. Wie sieht das denn aus? Ach, guck mal, das ist doch... Das ist doch schnuggelig. Ist die Frage, wir bräuchten das eben auf beiden Seiten. Wie kann das Ding nachher lagern? Tonnen. Na komm. Also 50 Tonnen. Da eins hin. Wir bauen hier nochmal eins hin. Eigentlich bin ich jetzt fast gewillt, wenn wir eh schon anfangen mit Asphalt, nur noch Asphalt zu bauen. Dann ändern wir das hier mal eben. Zumindest auch dort. So. Dann kommen wir hier nochmal raus. Und dahin. So. Dann fangen wir es an, die Stadt zu planen. Mit einem kleinen Einkaufszentrum. Ist gleich ein bisschen mehr. Es ist nicht wirklich größer, hat aber mehr Platz. Da bin ich jetzt echt kurz mal am Überlegen, wo wir das hin platzieren. Vielleicht hier. Ne, hier unten sollen die Häuser. Von der Straße. Mal dahin. Restaurant brauche ich erstmal nicht. Kneipe brauche ich auch erstmal nicht. Könnten wir den Kiosk. Kauft kein Alkohol. Ich glaube, ich brauche erstmal kein Alkohol, oder? Guck mal, der passt da sogar noch rein. Okay,
Dann brauchen wir eigentlich ein Kino. Also nicht unbedingt, aber... Oder ein Ozeanium. Das können mehr Leute aufnehmen. Was hatten wir jetzt? 160, 260 Leute brauchen wir hier, ne? Plus natürlich die Leute, die ich hier zum Arbeiten brauche. Ich habe noch nie so eine seltsame Stadt gebaut. Fußballplatz vielleicht noch. Genau, in den Kreisverkehr. Den würde ich vielleicht hier rüber machen. So, und dann brauche ich auf jeden Fall... Kleines Krankenhaus. Maximal 8 Patienten. Reicht eine Baracke? Eine Baracke hat kein Fahrzeug. 80 Patienten, 90 Patienten, 15 Patienten. Hat das Fahrzeuge? Ja, eins. Das hat bis zu 8. 5. Das ist aber sehr groß. Ist das sogar kleiner? Das müssen wir einmal kurz spiegeln. Damit wir das da an die Straße rankriegen. Auf jeden Fall eine Feuerwache. Und dann nehmen wir vielleicht auch eine kleine. So viele Gebäude sind es hier ja nicht. Die nehmen wir sogar hier rüber. Die braucht man nicht so häufig. Aber wir brauchen einen Kindergarten. Puhuhu. Die Frage, ob ich das hier nicht tatsächlich noch weiter planiere. Damit wir auf die andere Seite noch die Häuser setzen können. Direkt ins Wasser. Ziemlich harte Kante, aber das kann man ja hinterher noch mal ändern. Irgendwann mal, wenn es ums Schönmachen geht.
Was habe ich jetzt gemacht? Abgeändert. Ja. Einmal die falsche Taste gedrückt. Wir werden auf jeden Fall auch noch Arbeitskräfte brauchen für neue Baubüros. Vielleicht starten wir auch von hier aus den Zugbau. Dann hätten wir immer Leute zur Verfügung und müssten da quasi nur die Materialien hinschleppen. Also den Gleisbau. Alles andere kann ja vielleicht wieder woanders entstehen. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich da die Straße fortführen will. Okay, das macht er. Ja, keine Probleme mit. Ja. Merkwürdige Stadt, ist überhaupt nicht so symmetrisch, wie ich sonst bauen würde. So, ich hätte auch gerne für 200 Kinder in etwa. Also das wird diese Schule hier. Das wird da ja passen in etwa mit dem Sportplatz. So. Jetzt machen wir das ganze schöne Wasser aus Sibirien wieder weg, ne? Da tut sich ja schon was. Die Landmassen unten anheben. Und man hört zwar was, aber man sieht nichts. Naja. So, wir könnten eigentlich die Zeit auch mal ein bisschen weiterlaufen lassen. Dass wir zumindest gleich mal wieder vielleicht Tageslicht haben. Waisenhaus brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Medizinische Universität auch nicht. Technische Universität würde ich mir tatsächlich gerne eine ganz kleine nehmen wollen. Ganz kleine ist ganz schön groß, aber hier ist noch eine kleinere. Die würden wir sogar noch da reinkriegen. Ist eine Mod. Auch gleich noch mit den Wegen. Tatsächlich auch eine Parteizentrale. Auch da die kleinste. 80. 78. Okay,
kriegen wir da leider nicht rein. Würden sie da hinbekommen. Wie habe ich denn drin? Sollen die da von der Seite aus hinlaufen? So. Kriminalität, Polizeirevier, nehmen wir auch ein ganz kleines. Dieses hier zum Beispiel. Das kann man wieder auf die Seite mit. So. Gerichtsgebäude brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Gefängnis brauchen wir, glaube ich, auch noch nicht. Rathaus. Ja, bildet uns halt ein paar Statistiken ein, ne? Local Post Office. Ist auch eine Mod. Ist auch relativ klein. Rathaus ist schon wieder sehr groß. Können wir ja direkt hier hinten ran machen. So. Dann hätten wir das eigentlich alles. Da überlege ich tatsächlich irgendwann mal hier einen Tunnel durchzuführen. Also ich würde die Straße einfach mal da hinten enden lassen. Gut. Das haben wir. Die kann ja sogar eigentlich irgendwann mal hinten rum wieder ran. Und dann würde ich hier jetzt die Häuser setzen. Und zwar. Achso, was man da noch setzen könnte. Stopp, stopp, stopp. Einfach eine Bushaltestelle. Habe ich keine kleinere. Nehmen wir einfach die. Das macht ja auch keinen Sinn. Oh. Sondern wir nehmen einen Busbahnhof. Ja. So machen wir das und dann kommen jetzt tatsächlich mal die Gebäude. Und da nehmen wir hier die 110er. Wir brauchen keine Straßenanbindung, auch wenn das möglich wäre. Und dann setzen wir sie, glaube ich, ein bisschen quer. Warum geht's da nicht? Okay.
Okay. Ist das Gleiten? Nee, okay. Gibt's nicht irgendwelche Modhäuser? Die eventuell, genau, das ist ein bisschen. Einfach gestalten. So, 100, 200, 300. 400. 500. 600. Und ein paar. So. Fußwege. Schon da dran, das ist okay. Trotzdem nochmal. Okay, ne, da geht's nicht. So, und die sind eh schon dran. So. Hätten wir die erste Stadt mehr oder weniger geplant. Ich habe jetzt tatsächlich noch nicht genau ausgerechnet, ob die Bewohner so passen. Was auf jeden Fall noch fehlt. Ganz wichtig. Wir brauchen Strom. Und da nehmen wir... das Ding einmal dahin. Nehmen wir tatsächlich gleich noch einen zweiten hier hin. Den setzen wir hier noch mit rein. So. Die Frage, bauen wir jetzt hier tatsächlich noch? Ich glaube ja. Wir machen noch ein Bauamt, Eisenbau, Bahnbauamt. So, das wäre das Kleinste. Frage, wenn wir das jetzt... Ja, ja, das ist viel zu groß. Das jetzt hier ransetzen oder wir machen das einfach damit ran. So. Heizung. Wir brauchen auf jeden Fall... Oder wir gehen der Reihe nach. Wir haben Elektrizität. Wir brauchen Klempnerarbeiten und zwar brauchen wir Wasser.
außer Pumpen. Genau, das sind diese Wasserschlussstationen, die wir brauchen. Dann nehmen wir, glaube ich, auch einfach zwei. Nehmen eine hier. Und wir nehmen auch eine hier. Aber auch Frischwasser. Oberflächenwasserabfluss. Verstehe ich nicht. Aber es zeigt ja eigentlich, dass das Wasser hier geholt wird. Die Frage ist, reicht das? Also wir haben hier 77 Wasserqualität und wenn wir... die Pumpe nehmen, haben wir bessere Wasserqualität. Achtundachtzig. Natürlich auch hier hinten irgendwo platzieren. Ja, macht das über 90. Ja, komm, wir machen das hier ran. Da hat es auch Strom. So, dann brauchen wir Wasserpumpen und wir brauchen Verteiler. Der macht ja bloß 1 zu 1 und der macht bis zu 3 draus. So, wir haben nämlich hier Wasseranschlüsse. Aber nur 2 und noch einen dritten da. Dann haben wir hier drüben noch mal mindestens ein. Das heißt, wir werden einen direkt hier hinsetzen. Dann werden wir einen direkt da hinsetzen. Dann werden wir da Wege ranmachen. Struktur im Weg. Ich werde verrückt. Ich will aber mit der Straße eigentlich nicht weiter. Jetzt hier ein Stück abreißen, das geht. So, dann brauchen wir einen Fußweg hier. Das ist auch kein Thema. Der ist doch schon dran, oder? Ich kann da keinen Fußweg erkennen. Doch, der ist dran. Okay. So, machen wir mit dem Wasser weiter. Wir nehmen eine große Leitung und da... Moment, wir gehen mal unterirdisch. Und gehen da rein und wir gehen hier raus und gehen
theoretisch da rein. Wir sind zu nah dran. Wo waren die da? So. So. Und dann machen wir es jetzt nochmal mit der großen Leitung unterirdisch darüber. Gut. Dann gehen wir hier entlang. Da entlang. Und einmal hinten rein. Da rein. Und da rein. So, und dann gehen wir mit einer Leitung. Dann nehmen wir die hintere hier. Hier entlang. Da entlang. Da entlang. Und einmal hier rein. So, die können wir setzen. Dann brauchen wir, wenn wir schon da sind, Abwasser. Nehmen wir einmal von hier. Und wir nehmen noch ein zweites Mal von hier. So, und Abwasser wird jetzt interessanter. Weil das muss immer schön bergab. Dann ist die Frage, ob wir das halt hier hinfahren. Ob das vielleicht auch darüber zieht, ne? Weiß ich noch nicht. Kann ich ins Wasser? Ein Teil muss ins Wasser. Eigentlich hätte ich ja gedacht, das passt hier super hin. Dann jetzt kommt aber das Interessante. Oder wir lassen es abholen. Das ist vielleicht das Einfachste, bevor ich eine Leitung darüber gezogen habe. Das ist wahrscheinlich wirklich einfacher. Ich ziehe das alles weg. Und setze dort eine B- und Entladestation für Abwasser. Die hoffentlich höher ist.
gucken wir mal. Rüber. Aber tatsächlich, ich würde die hier dann auch schon mal als Asphalt bauen wollen. Und na, das lassen wir noch. Weg für das Ding hier. Ausfallstrom. Das Teil braucht Strom. Aber das ist ja nicht das Thema. Bauen wir auch noch. So, da kann er das erste Abwasser hin, aber das bedeutet, ich brauche auch hier drüben. Eine B- und Entladestation für Abwasser. Mehr für, ne? Ja, genau, hinterm Kaufhaus, das ist super. Das ist super. Ich guck mal, geht das überhaupt? Ja. So machen wir das. Das heißt, vorausgesetzt, wir kriegen die Abwasserrohre darüber. Das ist ja auch noch eine spannende Geschichte. Wir brauchen auf jeden Fall einen Zusammenfluss. Das sind die hier. Wie viel Abwasser habe ich? 1, 2, 3, 4. Ja, das macht ja nichts. Eins. Zwei. Drei. Vier. Erfordert eine angemessene Neigung. Das heißt, wir müssen hier leider nochmal das abreißen. Vielleicht setze ich das Ding einfach hier rein. Da. Und einmal da. Trotzdem nicht.
kann ich jetzt ja nicht glauben, irgendwie. Dass das da erforderlich ist. Ich muss gucken. Würde ich da reinkommen? Nee. So, 9,53. 10,81. Okay, es geht da höher. Ja, ja. I see, I see. Das Interessante beim Abwasser. Ich muss halt immer ein Gefälle haben. So, wenn ich jetzt hier 12,80, 10,81. Das sollte gehen. Jetzt geht's aber wahrscheinlich von hier aus nicht mehr. Ja. Jetzt geht es mit denen nicht mehr. Was haben wir denn hier? Okay, es sind keine 5 Meter. Eine bescheuerte Konstruktion, also sowas habe ich ja noch nie gemacht. Also das Tier angehen ist klar. Interessant ist natürlich, ob das geht. Ja. So, und der müsste jetzt auch. Tunnel ist an einer Stelle über dem Gelände. Das ist doch Quatsch. Vor allem das hier passt einwandfrei. Und das erfordert jetzt schon wieder eine angemessene Neigung. Ich verstehe es nicht. Sobald ich auch nur ein Stückchen baue, passt das mit der Neigung nicht mehr.
darunter schon das richtig sehe, ja. Haben wir da sogar schon ein Problem. Okay, das funktioniert so nicht. Also leichter wäre es wahrscheinlich. Ich würde das Abwasser ganz woanders abholen lassen. Wie wäre es denn, wenn ich das Wasser hier abholen lasse? Da müsste doch rein theoretisch. Neigung passen. Wenn wir aber trotzdem hier den Zusammenfluss brauchen. Ich weiß noch nicht, ob es passt. Ich sollte einmal kurz nach oben gehen und mir das angucken. Die Straße wäre da. Und der Gehweg. Das geht nämlich nicht. Aber gehen. Ist nicht schön. Der geht da rein. Der geht theoretisch da rein. Der geht da rein. Das ist halt die Frage. Ja, der geht auch da rein. Dann machen wir es von da unten. So, jetzt haben wir Wasser, Strom, Stromkabel muss ich noch verlegen, Abwasser, es fehlt noch Wärme. Das ist halt auch die Frage, womit heizen wir? Ist ja gar nichts. Wir müssen hier quasi jedes Haus so ein eigenes Heizwerk bekommen. Die Frage ist natürlich, was dagegen spricht. Also der Platz. Den Strom. Das ist wirklich so krass. Braucht jedes Haus schon sein eigenes? Na. Also ich habe es damit halt noch nicht probiert. Ich weiß nicht, wie viel jedes Haus einzeln braucht. Ich muss mal irgendwas ausmachen. Ich glaube, hier den da genau.
halt in Sibirien, ne? Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass das so ist. Straße angeschlossen. Und das Ding auch nicht. Sonst müsste eigentlich alles angeschlossen sein. Das könnte man nochmal hier hinten anschließen. Jo. Weiter mit der Heizung. Alles keine Heizung. Dann können wir hier nochmal einen hinmachen. Und hier können wir nochmal einen hinmachen. Und nachher ist das viel zu viel. Naja, schauen wir mal. Heizung. Da brauchen wir auch tatsächlich nicht mal eine Verbindung dafür. Alles eigene kleine Kraftwerke. Ja, dann kann ich da jetzt natürlich auch was anderes hinmachen. Würde ich hiervon, das geht noch nicht. Kann ich vielleicht die da hinstellen? Und dann drumherum Bäume. Die auch noch erst wachsen. Ja, dann bräuchten wir eigentlich auch hiervon noch etwas. Die Frage, wenn wir das jetzt. Warte mal, was ist das? Post Office. Das braucht eigentlich nur einen Fußweg. Und dann setzen wir das Ding doch mal dahin. Und gucken mal, Fußweg, jupp. Na, da lang leider nicht. Aber das ist ja egal. Oh, ne, doch nicht. Ist doch nicht so groß. Das Ding können wir auch bauen. Ja, so ein Quatsch mit der Straße da auf die andere Seite. Mit dem Weg. Kommt da eine hin. Auch nicht. Da noch eine hin. Geht das? Ja. Und dann platzieren wir vielleicht noch eine Lenin-Skala.
Kupferstatue. Geht da auch nirgends. Oh, ich habe viel zu eng gebaut. So. Und dann ist die erste Kleinstadt eigentlich fertig geplant. Das heißt, wenn wir jetzt starten würden, also ich kann ja mal sagen, dass wir die Straßen alle so bauen, dass wir die Wege alle so bauen. Die Gebäude sind eh so. So. Das heißt, wir haben jetzt Baustellen ohne Ende. Haben wir hier noch ein bisschen Fläche und da noch ein bisschen Fläche, aber ich glaube tatsächlich, dass wir das jetzt noch mit Wald zupflastern. So. Da fehlt noch was. Ah ne, Vertagungszentrum können wir noch nicht. Das müssen wir noch erst erforschen. Aber wir können noch ein gratis Verteilungszentrum erstmal nehmen. Das setzen wir dann erstmal damit ran. Für die Sachen hier. Dann bräuchten wir eigentlich noch eine vernünftige Tankstelle. Das ist hier. Und dann nehmen wir die hier. Das ist blöd. Dahin. Dann kann das hier noch weg. Dann kommt da noch so ein Ding hin. Und Bäume. So. Und dann hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe. Und dann können wir eigentlich starten, indem wir sagen, baut das hier. Und die das jetzt akzeptiert, ja, haben sie. Das heißt, ich kann das alles bauen. Ich habe noch was vergessen, ich muss noch die Stromleitungen machen. Zum einen brauchen wir eine direkt darüber. Die ist in Ordnung und die kann auch direkt gebaut werden. So, dann brauchen wir so eine. Mal darüber. Lang.
dann brauchen wir ein Umspannwerk. Wir brauchen eins. Das ist ja total Quatsch. Das ist auch Quatsch. Haben wir das auch im Großen? Nee. Das ist für die Großen. Nein. Muss ich erstmal wieder gucken. Also eigentlich macht es trotzdem Sinn, hier noch so ein Ding zu haben. Und das Ding erstmal wieder wegzunehmen. Und quasi den daran gehen zu lassen. Alles viel zu groß. Ich möchte einfach nur groß und klein. Ist eben auch zu groß. Auch viel zu groß. Ja, theoretisch hätte ich auch den nehmen können. Dem können wir direkt mal darüber. Das ist okay. Und dann können wir nämlich mit dem Gebäude im Weg. Warum? Da. Und dann weg. Mit dem gehen wir einfach ganz straight darüber. So, dann haben wir auch den Strom da drüben. Bedeutet Baustart auf jeden Fall dafür. Baustart für die Straßen. Baustart dafür habe ich schon gemacht. Hier für die Straßen. Im Grunde kann alles gebaut werden. Die Wohnhäuser, wobei die könnten eigentlich auch gebaut werden. Ja, komm, wir starten einfach alles. Ich weiß, das ist ein Fehler. Das ist zu viel auf einmal. Und wir erlauben hier nicht das Bürger einziehen. Aus. So, und ich weiß nicht, ob diese hier reichen, die 1, 2, 3, 4, 5, 600, knapp 700, ob das reicht oder ob ich nicht auf der anderen Seite hier auch noch Häuser hinbauen muss. Das werden wir sehen.
So, was wir uns jetzt noch angucken können zum Abschluss, ist quasi, wie sie hier anfangen zu bauen. Ja, hier sieht man das. Gott. Es wird fleißig gearbeitet. Alle Materialien und auch die Arbeiter erst mal von hier. Und das soll sich natürlich irgendwann mal ändern. Aber was ich noch gar nicht geguckt habe, ist, ob ich mit den Schienen da wegkomme. Ja. Kein Problem. Bedeutet aber, wir nehmen trotzdem erstmal, nicht, dass wir da rüberkommen, bedeutet das, sondern ich will das so oder so trotzdem, weil dann würde ich lieber mit einer Brücke oder so rübergehen. Ja, aber das werden wir eh irgendwann mal umbauen. Die Tankstelle. Da können wir sie da hin. So. Jetzt werden die anfangen, sich da hochzubauen. Das wäre dann der erste geplante Abschnitt, eine kleine, ja, Kleidungsproduktionsstadt, wo wir allerdings natürlich die Rohstoffe einkaufen müssen und dann immer fleißig wieder hier rausbringen müssen. Ist die Frage, ob wir hier noch irgendwo eine Verladestation für Züge zum Beispiel machen, damit das dann schneller vonstatten geht. Das gucken wir aber ein anderes Mal. Erstmal geht es darum, die Stadt aufzubauen. Und für den Start können wir es halt mit LKWs machen. Wo wir auf jeden Fall aufpassen müssen, ist, dass wir hier keine zu großen Staus verursachen. Das ist ein typisches Problem bei Workers and Resources, gerade am Anfang, dass hier nachher ellenlange Staus sind, eben zu diesem Zollhaus hin. Da müssen wir dann einmal schauen. So, auf jeden Fall bauen sie hier schon fleißig. Ne? Man sieht es auch hier. Und schon mal die Asphaltstraße. Hier kommen Asphaltstraßen. Beziehungsweise das ist erstmal Kies, ne? Und fertig. Ja. So läuft im Grunde Workers and Resources. Planen, planen, planen. Dann ausführen lassen und gegebenenfalls später merken, ich habe was vergessen oder es funktioniert nicht. Wenn man es früh merkt, ist gut. Wenn man es spät merkt, ist schlecht. Weil sich dann irgendwann die Sachen wirklich einfach einschleichen. Auch die Zufriedenheit der Bürger zum Beispiel. Wenn man die nicht gleich bemerkt oder die Gesundheit, dass das alles nicht hinhaut. Ja, dann wird es kritisch. Ganz plötzlich, ganz schnell.
So, und ich würde sagen, damit beenden wir einfach mal diese Folge. Auch wenn noch gar nicht so viel zu sehen war, außer der Planung an sich, die ein bisschen chaotischer war als geplant. Aber ich denke mal, wenn das dann alles so steht, ja, dann wirkt das fast ein bisschen realistischer, als wenn man jetzt hier von vornherein irgendwelche irgendwelche Bauten hingestellt hätte, die alle sehr, sehr akkurat sind. Ist das jetzt ist das Steinboden, wo die Bäume jetzt drauf wachsen? Na, das ist natürlich blöd. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das hier jetzt alles Steinboden ist, aber gut. Sei es drum. Na, ich hoffe, dass dieses kleine Örtchen nachher realistisch aussieht. Wir bräuchten eigentlich noch einen Städtenamen. Falls jemandem von euch ein Städtename einfällt für diese kleine Stadt hier, die erstmal nur für die Kleidungsproduktion und den Export von Kleidung zuständig sein wird, sowie für den Bau der Schienen und wenn möglich auch für die ersten Forschungen. Genau, schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann gucke ich mal, welchen Städtenamen wir hier verwenden. Und bis dahin lasse ich es einfach so, wie es ist. Genau, wenn ihr mögt, schaut beim nächsten Mal gerne wieder rein. Lasst allgemein gerne Kommentare da, was ihr von dem Spiel haltet, was ihr so für Tipps und Tricks habt, wie ihr gestartet hättet. Ob ihr jetzt schon massive Fehler seht, die zum Scheitern der Republik quasi führen werden. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr mögt. Falls noch nicht geschehen, auch gerne ein Abo. Dieses Spiel wird auf jeden Fall weiter vorangeführt. Und ja, würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.